Da sind wir wieder. Und es geht gleich weiter. Hier sehen wir ein Tuch. JG sind die in den Initialien. Oder IG. Oder JG. Oder IG. Oder... Hallo. Ich gehe mal hier erstmal weiter. Das ist nicht... Oh, das ist die Tür, die von der anderen Seite verrammelt war. Also der Raum. Schade, das wäre zu einfach gewesen, wenn wir jetzt hier durchkämen. Okay. Schauen wir mal hier weiter. Hä? Achso, ich dachte gerade, das ist jemand mit der Trompete. Okay. Ach, und da geht es dann drüben quasi weiter. Okay. Hier kommt man nicht durch. Dann schaue ich, da war nämlich noch irgend so ein Hinweis. Das schaue ich mir nochmal gerade mal an. Oh, ist aber hübsch. Lippenstift. Ein roter Lippenstift. Wie cool. Voll die Chiller-Ecke. Oh, ein Tagebuch. Der Unterricht ist prima. Er ist so ein fabelhafter Lehrer. Ich könnte ihm den ganzen Tag beim Gitarrespielen zuhören, wenn wir nicht ständig unterbrochen werden würden. Dieser Fatzke sitzt ihm ständig im Nacken. Als der Armleuchter ihm die Gitarre aus der Hand gerissen hat, hätte ich ihm am liebsten angesprungen. Ständig passiert irgendwas. Die Stimmung ist echt mies. Letzte Nacht habe ich sie wieder schluchzen gehört. Ich muss ihr irgendwie helfen. Marias, ah, Marias Tagebuch. Und wer hat geschluchzt? Isabel? Die Tür? Geh auf, bitte. Da geht's hoch, gell? Ach nö. Das sind Treppen, ich seh's. Da geht's nach oben. Oh, schade. Was ist erforderlich? Ein Schlüssel. Ja, den finde ich eh nie. Ich finde in dem Spiel irgendwie gar nichts. So, Gelände. Teeservice. Was ist da hochgekommen? Luca? Wachswalze. Oh, mal wieder was zum Hören. Das ist mal schön. Hatten wir schon lange nicht mehr. You have assembled quite a crew here. Hans, for instance, seems the blueprint of the stoic captain. You are not wrong. With Hans, the ship always comes first. He can be very committed, but that's exactly the quality I'd want in a responsible captain. But you also have quite green hands aboard, too, and in positions of responsibility. Isn't Thomas a bit young to be chief engineer? I don't agree. He is talented. Sure, he needs to learn to be more decisive in his new role, less a people pleaser, but he'll grow into it. But that's a lot of faith to put in one so inexperienced. Perhaps. How did you get your first big break, Miss Linden? Sorry, Jesse. Hat's recht, weil nur weil jemand nicht viel Erfahrung hat, heißt es ja nicht, dass er gar keinen Plan von nix hat. Klar, Erfahrung ist immer gut, aber die Erfahrung muss man ja auch irgendwo herkriegen, oder? Behalte
Verhaltensregeln. Von allen Personen wird erwartet, dass sie sich sicher und ordnungsgemäß verhalten. Dies ist ein Arbeitsschiff, daher ist untersagt, auf den Korridoren und Laufstegen zu rennen oder Hindernisse stehen zu lassen. Rauchen unter Deck verboten. Und wer einen Vorrat aufbraucht, hat ihn aufzufüllen! Unterzeichen Erik Larsen. So und nicht anders. So und nicht anders. So, da ist noch ein Raum. Gibt's den Bolzenschneider? Mensch. Nein, aber wieder was zum Anhören. Dann lass mal hören. I've noticed there's a tension aboard the ship, especially between the top brass, yourself included. Something seems to be troubling you. You seem tired, restless. I have a lot to do. Does it have anything to do with the accident? The investigation that Erik is conducting? Yeah, he's looking into that. He's a thorough and impartial man. Really? And the fact that doesn't concern you? What? How dare you? I've told you before, I don't hold with gossip. It is a fact. Ask them yourself. I'd say Erik's objectivity was in question, wouldn't you? Damn it! He's supposed to be looking into Alex's death! Typical Brass. He's in her pocket. Are you all right? You look pale. Merkwürdige Stiefel. Abgeklebte Stiefel. Weil ich da reingehe, gibt's hier noch was? Da ist nämlich auch eine Tür. Bestimmt ist da ein Schlüssel erforderlich. Oh. Ah ja, oh, doch nicht. Okay. Ach, das sind bestimmt Eriks Arbeitsraum und Zimmer, gell? Ach nee. Ach, in seinem Arbeitszimmer war... Ach so, das ist hier. Ah, okay. Der Raum, der zu ist. Hier latschen wir jetzt rein. Das ist ein wichtiger Bereich. Den schauen wir uns danach an. Okay, alles klar. Weil da keine Tür ist, deswegen dachte ich gerade, hä? Also diese grüne Tür, die offen ist. Naja, dann schauen wir uns erstmal hier drin um. Wie perfekt ist da alles noch drin liegt. Noch eine Wachswalze, die hören wir uns gleich an. Moment. Erstmal schauen, ob hier noch irgendwas ist. Hier geht definitiv etwas vor sich. Die Stimmung ist angespannt wegen des Unfalls oder wegen etwas anderem. Alex, ein tragischer Unfall. Wie ist es passiert? Tauchbesatzung hat aufgehört. Interview mit Matthias
Levellen und Cam? Isabel, wer finanzierte die Expedition noch? Isabel hat Loren. Hans, schroff und reserviert. Wovor hat er Angst? Eric, sehr angespannt, überfordert. Gebeten, zu untersuchen. Kamer? Was hat er? Jesse uncovered something nefarious. Möglich. Dafür war sie auch da. Illustrate New York News. 5. Juni 1905, Miss Linton. Über die Thalassa-Expedition und die Besatzung herausfinden. Auch wenn wir eingeladen wurden, um die Ereignisse zu dokumentieren und Abenteuerreportagen zu verfassen, zählen für die Verkaufszahlen doch eher Skandale und Enthüllungen. Schauen Sie, was Sie ausgraben können. Die Besatzungsmitglieder werden sicher etwas zu erzählen haben. Denken Sie daran, dass ich in Druck gehen möchte, sobald Sie den Hafen zurückkehren und Ihren Bericht sicher per Telegram senden können. J.F. Chester, Chefredakteur. Brief des Redakteurs. Hier war auch noch was. Nähzeug. Nähzeug. Aha. Okay, ein grüner Faden. Hat er nicht irgendwie eine kaputte Jacke oder so? War da nicht was? Die Tür geht bestimmt nicht auf. Da ist nämlich... Ah, okay. So, jetzt schauen wir uns den Wicht... Ah, nee, erst die Wachswalze noch anhören. Und dann schauen wir uns den wichtigen Raum an. Bin ich voll gespannt, was uns da jetzt erwartet. He's a live wire, isn't he? And he's such a good teacher. But I'm gonna need more lessons. He's just so distracting. Which is good. I could do with a distraction right now from all my other problems. Nee, ich nehm's ja im Januar auf. She's acting odd. I think she's keeping something from me. About the expedition? I'm not sure. She's been upset a lot of late. She thinks I don't know. But she left her papers in our rooms and she never does that. And she yelled at me when I went to touch them. Jetzt in diesen wichtigen Raum. In Thomas' Kabine. Aha. Okay. Ah, oh, nee. Ich dachte gerade, das ist etwas, was wir brauchen könnten. Fremdes Werkzeug. Eine Figur. Adelina? Ju.
Oh Gott, was geht denn hier ab? Okay. War das nicht... Hab ich da nicht irgendwie... Delina? Hab ich schon gehört. Na gut, Werkzeug? Kann man zoomen? Okay, aha. Da fehlt ein Werkzeug. Und hier liegt es nicht rum, oder? Nee. Was ist das? Ein Klo. Ah. Okay, hier gibt es aber nichts. Mal anschauen. Auch nicht im Klo? Warum? Frage. Warum läuft es dann durch? Also warum... warum ist da kein Rohr? Also das so irgendwo anders hinführt, aber nicht hier rein? Weil so ist es, glaube ich, nicht gedacht, gell? Dass man da einfach rein macht und das irgendwo landet. Ich weiß zwar nicht, was da drunter ist. Oder ist es so? Nee, gell? Das kann das, glaube ich, nicht. Dass man da einfach so in so ein Gitter macht. Also, weil da unten ist ja ein Rohr. Ah, ich glaube, das ist einfach nur... Fehler der Matrix. Hä? Ach. Mechanisches Teil. Boah. Okay. Rätselfortschritt. Beschädigtes Teil. Ein Poster. Airplane Aficionados. Flugzeugposter. Und ein Buch. Funktionsweise des Wasserstandsmessers. Grundlagen des Ingenieurwesens. Ich weiß, was er was doing. Ich nicht. Ich hoffe es. Thomas Jacke. Abgeklebter Wecker. Aha, wir haben abgeklebten Wecker und abgeklebte Schuhe. Look at these things. He was still so young. Wir waren alle mal so jung. Ein Spielzeug-U-Boot. Ja, und jetzt? Wir waren alle mal jung. Okay, ansonsten gibt's hier nichts, ne? War es erstmal in diesem Raum? Hm. Okay, jetzt kommen wir wieder raus. Alles klar. Bin ich jetzt? Ah, da würden wir theoretisch dann runterkommen und dann den Teil hier freischalten. Aber warte, hier ist auch eine Treppe. Okay. Ach hier, oh Gott. ja. Aha.
Schauen wir mal, ob wir da überhaupt durchkommen. Look out. Was? Unit lost. Lost without him, without me, without us to guide you. There are more questions than answers. Bestimmt sind wir nur bewusstlos oder so. Jawohl. Hallo? Oh, da kann man ja echt reinschauen. Cool. How can you find out anything? You don't know these people. Die war vorher nicht da. You can't connect with anyone. Doch, mit dir. Oh, ein Elefant, hallo. You think I'd trust you with my secrets? Get out of there! Wake up! Jetzt so. Can you hear me? Can you hear me? War mir doch nur bewusstlos. Are you there? Can you hear me, Cam? Ah, Mist. Damn it. How about now? What's going on? Cam, take deep breaths. Ja, du hast leicht reden. Und das auch noch in der Tiefe, ey. Oh, ich finde, oh Gott. Da ist jetzt ein Riss drin oder so. Im Anzug.
managed to fix the radio in time. Naja, viel. Best you not mention me. He wouldn't understand. Would only worry. Are you sure you're all right? Ja, ja. Alles gut. Wurde nur gerade fast von einem Boot erschlagen, aber sonst alles okay. Okay, wir sind jetzt hier draußen und da geht nur eine Tür rein. Alles klar, hier kommen wir gar nicht lang, oder? Doch, aber da kommt man bestimmt nimmer zurück dann. Ich bin lieber mal vorsichtig und gehe erstmal hier rein und schaue mich erstmal hier um. Und dann kann man ja immer noch da rüberlatschen, bevor ich hier gar nicht mehr dann reinkomme. Ach so. Oh. Da kommt man doch. Ah, egal. Ich schaue mich erstmal hier um. Da war nämlich was. Ja. Oh, da ist der Bolzenschneider. Jetzt können wir so viele Sachen erkunden. Na, endlich. Endlich. Wie viel Zeug ich damit jetzt aufknipsen kann, das ist... We're coming up on stairs back to the harbor. Maybe we can clear them from this side. Wo bin ich überhaupt? Interessanter Bereich. Okay, dann gehe ich erstmal. Nee, ich bleib erstmal hier. Ach, da bin ich. Ah. Okay. Okay. Ah, okay. Das heißt, da kommt mich auch gar nicht lang, ne? Ah, doch, ich kann das. Ah, ich kann das hier weg. Ah, alles klar. Das ist cool. Zum Bolzenschneider ist echt cool. Oh Mann. Da kommen wir jetzt richtig gut voran. Dadurch, dass wir den jetzt gefunden haben. Voll cool. Da ist noch eine Wachswalze. Bestimmt ist da ein Schlüssel erforderlich. Hm. Okay. Hm. Da geht's nicht lang. Hier ist... Oh Gott. It doesn't look safe. Better not to risk it. There's still things to discover here. Okay. Heieiei, auf einmal haben wir so viel Zeug zum Erkunden, das ist ja Wahnsinn. Endlich. Last time we were talking about growing into your new role, the responsibility. How are you finding it? Challenging. I'm being pulled in several directions. But what I need to do is just make sure everything is safe and working. You have concerns about safety then? Engines are complicated, but no. Kemar and I have it all in hand. Even if Hans is breathing down my neck. Would it interest you to know that while you were on leave, just before I came on board, well, it seems that Hans had another engineer look things over. What? No. No, nobody mentioned that to me. Hans got another engineer in with Isabel's blessing. Damned idiots! How could they? I'm not to tell the chief engineer. I swear he has in for me because I'm young, that bitter old man. Sorry, I have to go. See what damage they've done. Mm.
hübsch. Apartmentfoto. Oh, da war der Thomas aber sauer. Das wird noch ein Nachspiel haben, vielleicht. Wer weiß, was da noch passiert ist. Das ist hier der interessante Bereich, gell? Mhm, okay. Rohre? Ah. Wo der blinde Passagier drin war. So ist er oder sie reingekommen. Hm. Die kann man irgendwo Ah, ne, doch, okay. Schade, ich dachte, die kann man irgendwo... Oh. Zurückgelassene Gegenstände. Was zum Schnitzen. Ah ja, das war wahrscheinlich dann von dem besagten Passagier oder von der Passagierin. Und die Figur in Tom... Dann hat der Thomas gewusst, dass dann blinder Passagier ist. Hat den da wahrscheinlich reingeläust. Hm. Jetzt wird's interessant. Und dann gehen wir mal hier rüber. Aber nicht jetzt. Erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge hoffentlich. Alles Gute und wir singen.